Im Sommer 1990 war das Grenzregime der DDR so gut wie verschwunden. Die Mauer, die Toten, kein Thema. Kontraste machte sich auf die Spurensuche. Berlin in diesen Tagen. Pioniere der DDR-Grenztruppen sorgen dafür, dass die Mauer in der Stadt bald ganz verschwunden ist. 28 Jahre lang wurde diese Grenze mit Waffengewalt gesichert. Jetzt wird der Todesstreifen zugeteert. Das Vergangene vom neuen Alltag überrollt. Was ist mit den Todesschützen? Sie ermitteln nur in 11 Fällen. Warum? Gegenwärtig nur in 11 Fällen. Warum nur in 11 Fällen? Es sind doch mehrere Dutzend Fälle von Toten an der Mauer bekannt. Diese Fälle sind bekannt, aber es gibt keine Anzeigen zu diesen Fällen. Und es gibt auch keine Grundlagen gegenwärtig, diese Fälle anzugehen. Ist nicht eine Staatsanwaltschaft verpflichtet, gegen Gewalttaten zu ermitteln, gegen Gewalttäter zu ermitteln? Das ist Ihre Einschätzung, dass es sich um Gewalttäter handelt. Nun gab es ja ganz bekannte Fälle, wie zum Beispiel den Tod des Peter Fechter, der an der Mauer verblutete, über eine Stunde dort lag. Dieser Fall ist mir nicht bekannt. Der Tod Peter Fechters ist dem obersten Ermittler der Militärstaatsanwaltschaft der DDR nicht bekannt. Diese Fotos gingen immer wieder um die Welt. Der angeschossene 18-Jährige lag im Stacheldraht, bis er verblutete. Westberliner, die ihm helfen wollten, ließ man nicht heran. 28 Jahre erinnerte dieses Mahnkreuz an den Tod von Peter Fechter. Werden Stadtplanung und Straßenbau auch hier bald alle Spuren tilgen? Peter Fechters Schwestern leben noch immer in Berlin. Die Familie von uns, die ist interessiert, dass praktisch erstmal Anklage wegen Mord und unterlassener Hilfestellung erstmal gemacht wird und dass die Verantwortlichen praktisch nach all den Jahren auch noch zur Verantwortung gezogen werden. Denn so weit verjährt nicht, in meinen Augen. Wollen Sie das jetzt hier vor Gericht noch mit Staatsanwälten probieren? Also in diese jetzigen Richter, da habe ich nach wie vor noch kein Vertrauen. Da würden sie diese Anzeige bestimmt abschmettern. Denn es sitzen ja immer noch, zum Beispiel in der Generalstaatsanwaltschaft, immer noch die alten Leute da. Die gibt es ja immer noch. Auch wenn nur an höchster Stelle gewechselt wurde. Aber wenn man richtig mal guckt, da sitzen immer noch die alten Leiter. Und da soll ich hingehen? Nee. Wir ermitteln in den Fällen, in denen wir Anzeigen haben und sehen gegenwärtig in allen anderen Fällen, von denen Sie sprachen und die mir nicht im Detail bekannt sind, keinen Handlungsbedarf. Filmdokumente über die Schüsse auf unbewaffnete Flüchtlinge. Viele verurteilen das als Mord und Totschlag. Doch der DDR-Militärstaatsanwalt sieht keinen Handlungsbedarf für selbstständige Ermittlungen. Die Grenzposten haben auf der Grundlage von Befehlen gehandelt. Und wenn Sie heute einen dieser Grenzposten fragen, wird er sich sicherlich weder objektiv noch subjektiv als ein Mörder bezeichnen. Noch im letzten Jahr wurde der 20-jährige Chris Geffroy erschossen, weil er das tat, was heute jeder kann. Er wollte nach West-Berlin. Zusammen mit seinem Freund Christian Gaudian, der dabei schwer verletzt wurde, versuchte er, über den Grenzstreifen zu laufen. Sie hatten auf Erklärungen von SED-Politikern vertraut, es gäbe keinen Schießbefehl. Beide kamen bis an diesen Zaun, der immer noch die Einschussspuren trägt. Jetzt, wo die Grenze offen ist und wir können uns auch diesen Grenzstreifen hier ansehen, hatte ich damals schon mit meinen Vermutungen recht, dass man die beiden Jungs hätte mit Händen fangen können. Der Grenzstreifen ist so schmal, 12 Grenzer waren da, sie hatten keine Chance. Es hätte niemand schießen brauchen. Und das war ein ganz gezielter Schuss. Denn es ist ja ein ganzes Magazin rausgeknallt worden, wir haben ja nachts die Schüsse gehört. Und Chris hat ja einen Herzmuskel. Riss, also ist er richtig gezielt erschossen worden. Und ich würde schon, wie gesagt, eigentlich mal diesen jungen Mann fragen, warum er das gemacht hat. Obwohl ich, wie gesagt, im Prinzip klage ich den Staat an. Könnten Sie die Namen der Todesschützen noch feststellen? Wissen Sie, jeder Staat stellt sich vor seine Diener. Wollen Sie sich schützend vor die Todesschützen stellen? Oder wie ist das zu verstehen? Wissen Sie,
für diese Menschen, das ist für mich vorstellbar. War das ein außerordentlich erschütterndes Grunderlebnis in Ihrem Leben? Und schon aus dieser Sicht wäre es mir nicht möglich, hier einen Namen zu nennen. Man sollte tatsächlich Überlegungen anstellen, ob es nicht zweckmäßig wäre, künftig eine gewisse Straffreiheitserklärung vorzunehmen, um diesen Menschen, um diesen Grenzsoldaten, die in Ausübung ihres Dienstes die Schusswaffe angewendet haben, eine Brücke zu bauen und sich auch zu offenbaren. Der Staatsanwalt plädiert für Straffreiheit der Todesschützen. Und seine Ermittlungen? Die kommen kaum voran. Bislang wurde im Fall Geffroy nicht einmal der Mitflüchtling Gaudian als Zeuge gehört. Rekonstruktionen am Tatort blieben aus. Unterlagen verschwanden. Angehörige der Grenztruppen verweigern die Aussage. Wir ermitteln gegenwärtig auf der Grundlage des Paragraphen 262 des Strafgesetzbuches. Wir untersuchen also, ob die Grenzposten die Dienstvorschriften eingehalten haben oder ob sie Verletzungen der Dienstvorschriften begangen haben. Das heißt, Mord auf Befehl ist keine Straftat für Sie? Dazu möchte ich mich jetzt in diesem Stadium der Ermittlungen nicht äußern. Nun gab es in der deutschen Geschichte schon mal das Heranziehen des Befehlsnotstandes. Können Sie das verantworten? Dazu möchte ich gegenwärtig keine Aussagen machen. Sie haben Anzeige erstattet wegen Tötung. Ermittelt wird von der Staatsanwaltschaft wegen Pflichtverletzung im Dienst. Ja, und trotzdem sage ich, das war Mord. Das ist nicht eine Pflichtverletzung im Dienst gewesen, sondern es war eindeutig Mord. Chris ist von vorne erschossen worden. Er hat an dem Zaun gestanden und hat eigentlich schon die Arme hochgehalten. Es gab so viele Tote an der Mauer. Und das sollte man nicht vergessen. Es gab so viele Eltern, die darüber so unglücklich geworden sind. Ich glaube schon, dass man von diesen Leuten Rechenschaft abverlangen kann. Muss sogar. Die können sich jetzt nicht einfach alle dahinter verstecken, dass sie auf Befehl gehandelt haben. War es notwendig, dass ein Grenzer im Grenzdienst schießt? Kontroll- und Überwachungsaufgaben an einer Staatsgrenze sind verbunden mit der Notwendigkeit der Durchsetzung der entsprechenden Gesetzgebung. Es hat in den Grenztruppen niemals ein Muss zum Schießen gegeben. Ein bislang streng geheim gehaltener Schießbefehl, der Kontrast, der jetzt vorliegt, beweist das Gegenteil. Nach dem Mauerbau erging am 6. Oktober 1961 an die Wachen, Posten und Streifen der Grenztruppen an der Staatsgrenze West ein Befehl vom damaligen Verteidigungsminister Armeegeneral Hoffmann. Daran heißt es ausdrücklich, die Grenzer sind verpflichtet, die Schusswaffe anzuwenden. Auch für den Fall unbewaffneter Flüchtlinge musste nach Zuruf und Warnschuss sofort scharf geschossen werden. Vermutete man Bewaffnung beim Flüchtling, das konnte schon ein Haken zum Überwinden des Stacheldrahtes sein, lautet der Befehl ausdrücklich auf Vernichtung der Person. Dieser Befehl wurde im Lauf der Jahre abgewandelt. Grenzgesetz von 1982. Es wurde einstimmig von der damaligen Volkskammer beschlossen. Die Grenzer waren auch danach weiterhin berechtigt, auf Flüchtlinge zu schießen. Jeden Tag erging auf dieser Gesetzesgrundlage ein mündlicher Befehl an die Grenzposten. Der eigentliche Schießbefehl wurde täglich mündlich ausgegeben. Die sogenannte Vergatterung, in der den Soldaten gesagt wurde, dass Grenzverletzer aufzuspüren, festzunehmen oder vernichten zu sind. Ich bedauere das persönlich sehr, dass an der Staatsgrenze aus heutiger Sicht solche Dinge passiert sind. Aber ich würde sagen, in erster Linie haben wir dem Staat und Parteiführung gedient und dem Verfassungsgeber, unsere Volkskammer. Und die hat das Grenzgesetz verfasst und wir wurden befohlen, dieses Grenzgesetz bis ins i-Tüpfelchen durchzusetzen. Entschuldigen Sie, in diesem Gesetz ist der Schusswaffengebrauch, von dem Sie sprechen, ja nicht festgelegt. Das sind doch Verordnungen und Entscheidungen gewesen, die andere gefällt haben, die dieses Gesetz dann ausgelegt haben. Das ist absurd, was man eigentlich macht. Ich kann nicht dieses Gesetz 1982 verabschieden und meine Hand dafür hochheben und jetzt sitze ich da wieder da oben. Das geht nicht. Aber das ist nun mal so. Und irgendwie werden wir das alle zur Kenntnis nehmen müssen.